Nee, Trockenrauchen, weil sowas macht man nicht in der Kirche. Nee. Du spielst im Film Gott oder ein Fastgott. Werdner. Glaubst du an Gott? Mann, ey, ich hab das schon so oft gesagt. Ich glaube an was, was auf uns alle aufpasst oder auch nicht. Was würdest du machen, wenn du jetzt auf einmal Gott wärst? Was würdest du verändern auf der Welt? Also ich hätte mich mit Sicherheit genauso gewehrt. Ja. Ja, klar. Gewehrt. Gewehrt, dagegen Gott zu werden. Ach so, okay. Weil ich glaube, dass man da eine ganze Menge zu tun hat. Sozusagen die Arschkarte gezogen, ne? Ja, so ein bisschen. Aber weißt du was, ich gebe dir noch eine Chance. Ich habe nämlich mal so eine Art Buch über dich geschrieben. Über mich sind schon viele Bücher geschrieben worden. Ja, ja, aber in meinem, ja, da gibt's ein Kapitel, das heißt der Gottesbeweis. Und wenn du den bestehst, hier, dann unterschreibe ich alles, was du willst. Und wenn nicht, dann machst du endlich eine Fliege und lässt mich in Ruhe Kaffee kochen, ja? Ja, wenn's sein muss. Mach einfach mal einen Stein. Rockton, schaffst du es vielleicht, einen Stein runterzuschicken? War's das? Wow, ich bin echt total beeindruckt. Du kannst Steine machen. Guck mal, ich kann Zigaretten machen. Du bist ja im Film, bist du ein großer Comic-Freak. Im richtigen Leben auch? Privat, ja klar. Was ist dein Lieblingscomic? Im Moment? Ja. Die alten Planet der Affen-Comics. Okay. Also sehr interessant. Jack Kirby, Queen. So. Was? Kiss? Kiss, oh Gott! Oh Gott, der Musiksender wieder. Das sah fast so aus. Hast du rausgeschnitten? Ah! Das ist so eine Mischung zwischen Kiss und Planet der Affen. Und Queen. Ja. Und Queen. Sag schon, Queen. Mich würde mal interessieren, wenn du wirklich einen Psycho spielen würdest oder einen Psychotyp. Das würde ich mir mal wünschen. Ja, ich mir auch. Sag Bescheid. Quäl irgendjemanden, der es dann macht. Ja, mache ich. Ich frag mal ein bisschen rum und lass dich noch feiern. Vielen Dank. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Für euch gibt's noch einen weiteren Tipp. Valentin, schrei, wenn du kannst. Blah. Schauspielerische Leistung war super. Vor allem die Sache mit den Fingern. Ist dir selbst noch eingefallen im Set oder war die schon da, die Idee? Nee, das hab ich mir überlegt. Also ich habe diese langen Krallen bekommen. Und dann dachte ich, die muss man irgendwie ins Bild bringen, sonst ist es schade, weil ich hatte immer jeden Tag 2 Stunden wenigstens Maskenzeit, bis wir diese ganzen Dinger so dran hatten. Und deswegen habe ich mir das ausgedacht. Jonathan, was soll das? Sie haben Anspruch auf eine Göttin an ihrer Seite, damit sie jemanden zum Gedankenaustausch haben. Jemanden, mit dem sie Entscheidungen absprechen können. Jemanden, der sie bei den täglichen Problemen der Evolution unterstützen kann. Nicht jemanden, den sie einfrieren sollen. Du bist ja eher so gekleidet über das Parkett. Was ist der Trick? Socken. Socken? Nein. Rollschuhe? Nein. Nein, nein, das war so eine Idee von dem Thorsten Wetzke und mir, weil wir sagten, die muss schweben. Und dann sagte ich auch, das geht nur mit Rollschuhen. Und er sagte, da ist kein Platz für Rollschuhe. Schweb so. Und dann habe ich gesagt, ja, wie denn? Und dann habe ich dicke Wollsocken anbekommen und habe erst mal üben dürfen. Oh Gott, das war wirklich mit dicken Socken, ja. Das ist unglaublich. Ja. Und was hältst du alleine von der Idee, dass Gott eine Frau ist? Ja, finde ich wunderbar. Wunderbar. Also hätte man schon viel früher drauf kommen können. Ja, und dann setzt man so einen Mann an die Stelle und dann geht natürlich auch alles schief, wie den Thierry von Werbeke. Auf jeden Fall, was läuft demnächst? Was sehen wir noch von dir? Also jetzt erstmal wieder nur Fernsehen, ja. Aber Kino macht ja schon viel Spaß. Ja, Kino ist natürlich, da hat man natürlich viel mehr Zeit und viel mehr Muße, sich so richtig in den Film reinzusteigern. So. Macht schon Riesenspaß. Das war jetzt ein sehr, sehr junger Schauspieler. Hast du da das Buch gelesen und hast ihm sofort vertraut irgendwie und hast gesagt, er kriegt das schon hin? Ja, ja, ja. Und mir war ja auch, das war auch schon ein Teil der Besetzung, stand schon fest. Und dann dachte ich, na, das könnte vielleicht ein schöner Film werden. Aber ich fand das Buch auch sehr spannend und wer nicht wagt, nicht gewinnt oder so. Ja. Mit der Umsetzung auch zufrieden? Ja, ja, unbedingt. Finde ich ganz toll. 3 Worte, wieso man sich unbedingt den Film anschauen sollte. Warum man sich den Film anschauen sollte? Er ist außergewöhnlich. Gab's noch nicht. Obwohl so ein bisschen Dogma-mäßig, ne? Da war Alanis Morissette auch eine Frau. Stimmt. Aber in Deutschland gab es sowas noch nicht. Sowas gab's noch nicht. Deswegen anschauen. Dann danke ich dir vielmals. Viel Spaß heute Abend noch. Bis dann. Tschüss. Und für euch gibt's die weiteren Kinostarts. Ich finde sie so super. Ich finde das echt ein richtiges Gesicht.
diese roten Haare. Wahnsinn. Auf jeden Fall die weiteren Kinostarts. Das ist Jessie, die ist nicht heiser. Sie ist nicht heiser. Normalerweise schon, heute nicht. Ich hatte 2 Tage frei, das merkt man. Und Mareike, du hast jetzt schon 3 Filme gedreht? Mehr. Also Kinofilme sind es 3, oder? Over the Rainbow, Caliber Deluxe und Ein göttlicher Job. Ein göttlicher Job, ja, genau. Und im Herbst kommt Nachts im Park. Genau. Genau. Und was kommt noch ins Kino? Was jetzt auch auf Berlinale im Kino lief, war Salamander. Und sonst, nicht so viel. Was sagen deine Ende des Jahres mache ich meine erste Hauptrolle. Ehrlich? In einem Film, der heißt Edelweißpiraten. Wie? Edelweißpiraten. Ach so. Ja, das passt auf jeden Fall, würde ich sagen. Ja. Was für eine Rolle wird das sein? Ein KZ-Flüchtling, der Jugendlichen hilft im Widerstand gegen die Gestapo. Was sagen deine Bandkollegen dazu, dass sie dich ständig entlassen müssen für Filmarbeiten? Die müssen mich ja gar nicht entlassen. Gib denen keine Ideen im Kopf. Irgendwie so, was soll denn das jetzt mit Entlassung hier? Also droht die mir mit Entlassung? Nee, die wissen das gar nicht. Die wissen das gar nicht. Nee. Du tauchst immer wieder zwischen den auf, machst ein paar Touren mit denen, begehst ein bisschen ins Studio und dann... Jungs, wir können da nicht touren. Ich habe gerade Leberzirrhose oder irgend sowas. Und die wissen nicht, dass ich dann heimlich zu Filmarbeiten, Dreharbeiten dann unterwegs bin. Nee, ich glaube, also Rodrigo hat jetzt selber so ein paar Sachen gemacht. Unter anderem auch bei dem Anbauern Konkurrenzsender zum Beispiel, mit dem Sport, den ich gestern gesehen habe. Und ansonsten. Okay, bitte schön. Mit mir. Mareike schießt ihm das Hirn raus. Ja, hurra! Gerne. Wie es blutet und spritzt. Gott, da wird die Ohnmacht fallen, glaube ich. Kannst du blutzen? Die Köpfe rollen, ich sag's dir. Entweder werde ich von ihr blöd angemacht, wie bei diesem Kurzfilm. Und dann wird mein Bandkumpel von ihr erschossen oder ich werde von ihr zusammengeschlagen oder erschossen. Was soll, wo gibt es die Steigerung? Was ist das Nächste? Verbrennen? Häuten? Vielleicht könntet ihr auch mal ein Liebespaar spielen in so einem bescheuerten Film. Nee, das machen wir schon im Leben, das brauchen wir nicht noch im Film. Ich glaube, dass wenn wir ein Liebespaar im Film spielen, das wird so schmerzhaft. Ja. Oder Geschwister. Geschwister, das ist interessant, eine interessante Variante. Ja. Was ist mit Jessie los? Würde das passen? Ich finde schon. Eine... Auf jeden Fall würde ich sagen, trinkt noch, esst, feiert. Ich stoße irgendwann später nochmal dazu. Du brauchst deinen Stimmenschlaf, deinen Regenerationsschlaf, um deine Stimme noch göttlicher, noch lieblicher klingen zu lassen. Auf jeden Fall. Dann gehe ich jetzt noch ein bisschen brüllen. Ich halte jetzt nämlich gleich die Predigt da oben. Cool. Cool, ne? Und für euch gibt es die Top 5.